zurück zu Disney Dreamlight Valley im ja, Weihnachtsevent wäre ein bisschen zu viel gesagt. Also ja, Weihnachtsevent ist, aber wir haben da nur so semi viel mit zu tun. Also wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen was dafür gemacht. Das ist zum Beispiel eine tägliche Diskussion führen mit Mickey. Ich kann es ja gerade nochmal zeigen. Es gibt diese Events. Klappt natürlich nur täglich. Das heißt, das können wir morgen erst wieder machen. Wenn ich denn morgen Zeit dafür habe, wahrscheinlich nicht. Wir müssen hier noch 17 Nachtdornen entfernen und 14 mal auf dem Hauptplatz abbauen. Das, ja. Das mit dem Abbauen ist natürlich schwierig, wenn die Erze noch nicht wieder da sind. Deswegen angeln wir jetzt in dieser Zwischenzeit mal. Dafür haben wir Vajana mitgenommen. Wir brauchen nämlich noch Seetang, damit wir Jutesäcke herstellen können, beziehungsweise damit wir aus dem Seetang Fasern herstellen können. Die können wir mit Seilen verarbeiten. Und wenn wir dann Seile haben, können wir damit Jutesäcke bauen. Das ist sozusagen der Ablauf. Ich drücke immer die falschen Tasten. Deswegen sind wir jetzt gerade angeln, damit wir noch ein bisschen Seetang angeln können. Warum kriegen wir denn nur Fische? Damit wir wenigstens den Teil hier schon mal fertig machen. Und vor allem ist das schon mal ganz gut, weil wir ihr die Freundschaftslevel mit uns pushen. Das ist auf jeden Fall super. Und manchmal ist sie so nett und gibt uns dann das, was wir geangelt haben, nochmal. Also dann bekommen wir sozusagen doppelten Mut dafür. Ich hoffe, dass wir jetzt Seetang bekommen. Natürlich nicht. Das ist doch von der Monster AG. Sehr cool. Was haben wir denn hier noch so alles gefunden? Meerjungfrau, Ariel. Können wir das nicht schieben? Warum nicht? Ich würde ganz gerne mal... Hier ist auch nochmal Monster AG. Toy Story. Das ist auch Toy Story? Ja, hätte man hier dran erkennen können, ne? An dem Colt und dem Hemd. Das hier ist die Hexe und der Zauberer. Das sagt mir noch gar nichts. Aber es wäre halt cool, wenn wir irgendwie auch mal was fertig bekommen. Das ist natürlich schon richtig gut, dass wir hier diese beiden gefunden haben von Rapunzel, wo man wenigstens die Charaktere sieht. Dann kann man sich das Bild schon vorstellen. Hier ist halt ja Ariel, man sieht ihren, naja, BH sozusagen und ihre Haare. Sonst sieht man aber noch gar nichts. Ich hoffe, das ist ihr BH. Sieht halt aus wie diese Muscheldinger. König der Löwen haben wir ja auch. Das sieht aus wie die Szene vor dem großen Berg. Ralf reicht's, ja. Okay, okay, okay. Was wir nicht alle schon gefunden haben. Und hier sind die Zettel auch tatsächlich zum Vorlesen. Verlorene Tagebücher des Herrschers. Da haben wir schon 16 von 38. Das ist gar nicht so wenig, wie ich gedacht habe. Und Dreamlight Valley Bilder. Ja. Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir hier noch Nachtdornen finden. Und vor allem, wir müssen auch eh essen. Also können wir mal ganz kurz die Äpfel essen. Okay, okay. Sieht hier nicht nach Nachtdornen aus, leider. Da vorne noch. Da müssen wir nämlich auch noch ganz schön viele von finden. Und ich würde ganz gerne auch mit irgendwas hier vorankommen von diesen, vor allem von diesen täglichen, also nein, nicht täglichen, von diesen Event-Quests. Hier oben steht ja eine Kiste, warum haben wir die denn noch nicht geholt? Ich weiß nicht, wie hätte die Zuckerrohrsamen kriegen wollen. Genauso die Weizensamen. Yay! Bitte, Vajana, gib mir davon noch eins. Ich brauche noch eins. Nein? So richtig nützlich sind die dann gerade nicht. Außer, dass wir natürlich auf Freundschaftslevel pushen. Aber. Ja. Naja, gut. Das kann ja immer hilfreich sein. Yay! Yeah, jetzt ist sie hilfreich. Super. Ich weiß gar nicht, wie viele wir brauchen. Aber man braucht da auf jeden Fall eine ganze Menge Seile. So, ein Fisch wieder fertig. So, ich finde das jetzt nochmal, das haben wir hier noch. Zeig, zeig, zeig! Oh, das sieht ziemlich alt aus. Zu was gehört das? Zu die Hexe und der Zauberer. Okay, ja, hätte ich, das sieht hier auch von der Grafik schon so, also von der, vom Zeichenstil einfach alt aus. Ich weiß gar nicht, das sagt mir tatsächlich nichts. Ich weiß gar nicht, was das für ein Film oder Sendung oder weiß ich nicht, was ist. Aber vielleicht lernen wir das dann tatsächlich über dieses Spiel mal kennen.
So sagt es mir eben. Vielleicht habe ich sogar als Kind geguckt. Ich weiß es einfach nur nicht mehr. Das will ich jetzt auch nicht abstreiten. Yay, danke schön. Okay, ich würde einmal jetzt nochmal hier zurücklaufen. Oder wir teleportieren uns vielleicht mal kurz dorthin. Dann können wir nochmal schauen, ob wir... ob wir hier noch da vorne und da auch noch Nachbarn finden, die wir dann nochmal entfernen können, damit wir da hoffentlich die 30 schaffen und eine neue Quest kriegen. Vielleicht können wir die dann auch noch gleich erledigen. Das wäre ja super gut, weil da wissen ja die anderen Quests dann entsprechend nah. Eigentlich wollte ich aber da unten am Strand die blaue Kiste noch aufmachen. Ich muss aber hier eben die Nachtdornen mitnehmen, wenn wir hier schon sind. Und hier gerade noch welche auftauchen. Da war, glaube ich, gerade links. Da hinten. Ja, ja, das können wir dann auch noch schnell wegmachen. Nein, können wir nicht. Dann können wir aber hier rumlaufen. Und jetzt können wir das auch abpacken. Hey, da ist noch eine Kiste drin, sehe ich jetzt. Guck mal eine an. Wie viel? 283. Okay, ist jetzt nicht super viel. Macht irgendwie jetzt nicht dieses übertriebene Geräusch dafür. Oder rechtfertigt es nicht, aber immerhin. Wir nehmen es natürlich gerne mit. Ist das hier die Mitte? Ja, ne? Wir müssen auf jeden Fall gleich wieder was essen. Wegen Energie. Energie. Hobby. Die wollen wir nicht. Die sind gut. Dann teleportieren wir uns doch glatt nochmal hier oben hin zum Hauptplatz. Dann können wir einmal vielleicht reinlaufen und unsere Energie auftanken und mal kurz gucken wegen Seetang. Genau, hier einmal hin an die Werkbank, dass wir mal die Seile herstellen. Faser. Seile brauchen wir denn? Warte mal. Wo ist der Jute-Sack? Wo ist der Jute-Sack? Was? Warum kann ich denn den Jute-Sack nicht? Da unten. 6 Fasern brauchen wir noch. Okay. Also Fasern. Geht das schon? Ja, jetzt können wir noch einen herstellen. Sehr schön. Ich weiß allerdings nicht. Nachtscherbe. Ach. Aha. Teile zum Basteln. Wir können ja mal gucken, wo gibt es denn Zuckerrohrsamen und Weizensamen? Könnte ich vielleicht mal gucken. Sammeln Zuckerrohr und Weizen. Das sieht jetzt hier nicht so aus. Dann ist es vielleicht bei Zutaten. Zuckerrohr und Weizen. Weizen. Getreide, Weizen. Friedliche Wiese. Wo kann man es kaufen? Ach so, kaufen auch nur. Wächst in einer Minute. Friedliche Wiese. Haben wir friedliche Wiese? Ich weiß es gar nicht. Und Zuckerrohr. Wo kann man es kaufen? Schillernder Strand. Friedliche Wiese. Hier kann man es kaufen. Und Schillernder Strand. Kann man es hier... Ach so, ich muss den Shop dafür kaufen. Freischalten sozusagen. Weizen zu kaufen. Aber auch nicht bei uns. Das heißt, wir müssen es ja auch noch upgraden, wa? Wie teuer ist das? Sei gegrüßt, Nachbar. 500, ja gut, das können wir. Huch, Entschuldigung, ich wollte das... Freundlichsten Dank. Einen schönen Tag noch. Da war wieder mein Und danach ein Stück zu weit. Oh. Und zweimal Himbeeren. Sehr gut. Sehr schön. Aber wir können jetzt Weizen kaufen. Das ist gut, wir brauchen 5 Stück davon. Goofy, lass dir Zeit. Ey, jetzt werden wir ja noch... Schön, dich zu sehen. Kaufen. Weizen, bitte. 5. Wow. Sehr schön, vielen Dank. Bis bald. Ich kaufe von einem Verkaufsstand auf der friedlichen Wiese. Dann teleportieren wir uns doch nochmal nach hier unten. Können wir sie hier eigentlich loswerden? Können wir sie dann hier eigentlich loswerden oder was? Was gibt es denn hier? Einsammeln. Okay, wir sammeln einfach alles ein. Die ist ja dann alleine wieder los, ne? Hätte ich mal viel öfter machen müssen.
Dann müssen wir hier doch den Verkaufsstand einmal kaufen, aktivieren. Wie teuer war der? Hallo! 1000. Oh! Dann ist das so. Es gibt nur Zuckerrohr, aber sicher. Wir wollen ja auch genau den. Dagobert, lass mich mal bitte dahin. Und lass vor allem bei Goofy dahin, dass ich diesmal auch gleich was kaufen kann. Schön, dich zu sehen! Jawohl. Zuckerrohr. Ach, was soll's. Wir brauchen das nicht pflanzen. Wir können das beim nächsten Mal pflanzen. Dann müsste... Achso, oh, wir brauchen die Samen. Na toll. Hätte ich ja gleich mal gucken können. Ich denke mir so, ja, ich brauche jetzt nicht warten, dass es wächst, wenn ich das gleich... Vor. Warum laufe ich hier so verbackt? So, was verkaufen wir denn mal? Die können wir verkaufen, den können wir verkaufen. Achso, das waren auch die Samen, ne? Dass du selbst anbauen kannst. Das Staude, eine süße Staude, dass du selbst anbauen kannst? Die müsste es doch heißen, oder? Egal, wir verkaufen mal eben die Steinchen hier. Und jetzt können wir hier davon kaufen, dann ist Wally schon mal happy. Auch wenn wir immer noch ziemlich viel... Lass mich jetzt hier weitermachen. Wo ist der Wally? Wo ist er? Wo ist er? Ist er wieder hier unten rechts? Eieiei, was ist das hier? Das ist die Höhle, ne? Ich weiß nicht, ob wir daran vorbeikommen, ob wir ihn dann finden. Den Weg kennen wir natürlich. Aber... Ich weiß nicht, ob der irgendwann kommt. Ja, doch, hier ist er schon. Da kommen wir sogar hin. Aber nachts dort müssen wir immer noch wegmachen und auf dem Hauptplatz immer noch auch Mineralien abfarmen. So, irgendwann noch ein großes To-Do. Hi, Wally! Wir geben ihm alles. Alles. Dann kann er jetzt im Garten. Hast du alles, was du für deinen Garten brauchst, Wally? Das lassen wir mal so stehen. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du damit machst. Ich frage mich, welche Pflanze du zuerst anbauen wirst. Ich kann es kaum erwarten. Sehr schön. Direktive Pflanzen. Wally kümmert sich jetzt um seinen eigenen Garten. Schaue oft im Garten vorbei, um die Pflanzen zu ernten. Verbessere den Garten, um seine Kapazität und Leistung zu verbessern. Das ist ziemlich nice, dass er da allein macht. Mal ganz kurz hier, repariere Stände und Gartenarbeit. Kaufe Samen am schillernden Strand. Haben wir auch gemacht. Und Sammlung. Fisch. Wir haben Barsch, ja, haben wir von dem Bötchen bekommen. Und Zuckerrohr natürlich. Und was hast du jetzt noch für uns? Wally, willst du mir etwas zeigen? Los geht's! Okay. Dann haben wir noch Hartholz. Können wir diesen Wegpunkt da wieder wegmachen? Ich weiß halt jetzt nicht, wo wir hin müssen. Folge Wally, wenn er halt nicht losläuft, können wir ihm natürlich auch nicht hinterher. Ich gehe nochmal ganz kurz zum Hauptplatz und gucken, ob es dann wieder war. Okay, danke. Wir. Lass uns später abhängen. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Ja, sollst du auch sonst sein? Die Mineralien haben wir doch eine ganze Menge, Leute, ne? Wolli wäre eigentlich auch ganz gut, ne? Wer ist denn hier noch? Lowy? Lowy Powy? Ja, sie mag ich nicht. Was heißt das da oben? Ach, Wally, wo bist du denn? Wo ist er denn? Steht er da noch? Ja, er ist irgendwie buggy. Dann gucken wir hier nochmal so einmal kurz rum. Ob es noch irgendwo wieder ein Steinchen gibt zum Abbauen. Das sieht doch so aus. Das wollen wir wenigstens mit der Quest noch mal kommen. Na, reicht es noch für den letzten? Nein. Der fährt ganz los. Das müssen wir dann wahrscheinlich einmal reloaden, damit das nicht mehr buggy ist.
Was sehen wir hier? Ach, Cinderella wird das. Ah, okay. Ja, wir haben auf jeden Fall irgendwie noch ein paar To-Dos. Auch wenn mir noch nicht so ganz klar ist, wohin das alles führt. Wir haben auf jeden Fall so langfristig. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Ja, wir bemühen uns und wir werden hier weiter an den Eventsachen arbeiten. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns gerne nächste Folge wieder. Also, bis dahin. Ciao, ciao.